Was zur Hölle geht bitte bei Frederik Rönnow? Also das muss mir jetzt mal jemand erklären. Er war ja bei Frankfurt als Ersatzkeeper, ist dann zu Schalke ebenfalls als Nummer 2 und selbst in seiner Anfangszeit bei Union Berlin musste der sich noch hinter Andreas Luther anstellen. Letztes Jahr dann seine Breakout-Season, erstmalig Bundesliga-Stammkeeper, überragend gehalten, mit den Eisernen für die Champions League qualifiziert und jetzt ist er sich angeblich mit Lazio Rom über einen Wechsel nach Italien einig. Und das Krasse ist, die holen den nicht mal als Nummer 1. Hä? Das ist kein Scheiß. Der soll dort Ivan Provedel herausfordern und wäre einfach wieder die Nummer 2. Aus sportlicher Sicht macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Der könnte bei Union eine goldene Ära prägen. Stattdessen geht der wieder als Ersatzkeeper nach Italien. Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn Union dann nichts mehr tut, wird Alexander Schwolo einfach Stammkeeper bei einem Champions League-Verein. Also ich find's vogelwild. Was sagt ihr?